Löse die quadratische Gleichung 2x² minus 4x minus 2 ist gleich 4. Das machen wir wieder mit Hilfe der Lösungsformel. Und alle Formeln, die dafür benötigt werden, finden wir in der Formelsammlung auf Seite 10. Für die Lösungsformel ist es wichtig, dass die quadratische Gleichung in der allgemeinen Form vorhanden ist. Die allgemeine Form war ax² plus bx plus c ist gleich 0. Also eine Seite der Gleichung muss 0 sein. Schauen wir uns die Gleichung an, die wir gegeben haben. Das ist momentan nicht der Fall, also müssen wir sie zuerst noch umformen, indem ich zum Beispiel die minus 4 auf die andere Seite schaffe. Ergibt dann 2x² minus 4x plus 2 ist gleich 0. Und wenn wir jetzt die allgemeine Form nochmal drunter schreiben, sehen wir, dass sie in der Tat gegeben ist. Das a entspricht dann dem Zahlfaktor vor x², das b entspricht dem Zahlfaktor vor x, das Minus muss in dem Fall mitgenommen werden, und das c ist die Zahl ohne Variable. Als nächsten Schritt müssen wir die Diskriminante berechnen. Da haben wir auch wieder die Formel in der Formelsammlung drin stehen, nämlich d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Setzen wir einfach ein, also d ist gleich b², b war minus 4, minus 4 mal, jetzt a ist unser 2 und c entspricht ebenfalls 2. Also minus 4 mal 2 mal 2. Rechnen wir das noch aus. Minus 4 zum Quadrat sind plus 16. Minus 4 mal 2 mal 2 sind ebenfalls 16. Und das ist gleich 0. Wenn die Diskriminante 0 ist, heißt es so viel wie, es gibt eine Lösung. Steht auch in der Formelsammlung drin. Also ergibt sich für unsere Lösungsformel Folgendes. Als Formel haben wir in der Formelsammlung drin stehen, x1, 2 ist minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Und was eben jetzt passiert ist, die Wurzel aus d ist in dem Fall die Wurzel aus 0. Die Wurzel aus 0 ist aber gleich 0. Wenn ich jetzt also dazu rechne, plus 0 oder minus 0, verändert es meinen Wert nicht und dieser komplette hintere Teil fällt quasi damit weg. Übrig bleibt also noch minus b geteilt durch 2a. Also minus b war die minus 4. Geteilt durch 2a. A ist in dem Fall 2. Fassen wir noch zusammen. Minus, minus 4 sind plus 4. 2 mal 2 sind ebenfalls 4. Und 4 Viertel ist nichts anderes als 1. Und damit haben wir unsere Lösung.